Ja, Leute, da sind wir wieder. Und zwar der Team Wolf und ich sind immer noch am Airfield. Und Mittlere Barackenreihe. mittlere Barackenreihe, seht ihr? Und schon geht es wieder rund. Der ist dritte Baracke praktisch von. Und hinten fährt ein SUV. Also hier ist jetzt im Moment wieder ein bisschen was los. Eigentlich wollte ich die Aufnahme schon viel früher starten, weil hier die ganzen großen 330, Transportmaschinen, ja. C-130 fliegt hier rum und die haben eben ein paar schöne Kunststückchen gemacht. Aber ich hatte da selber mit meiner Einstellung noch was zu kämpfen und deswegen habe ich nicht die Aufnahmetaste gedrückt. Da Ich kommt noch höre, ein SUV an. ja. Ups. Das Da. wurde explodiert. Der eine kommt raus, guckt sich das an. Windet. Ich weiß aber nicht wohin. Ich habe Wahrscheinlich eine guckt er Tür sich das. gehört. Ich habe eine Tür gehört. Oh, da ist was am Explodieren. Siehst du irgendwen? Ich habe da an der dritten Baracke in der mittleren Reihe von uns aus gesehen jetzt. Den musst du übernehmen. Ich kann höchstens den anderen, der noch dazugekommen ist, wenn der die hintere Reihe nimmt. Jetzt kommt noch ein SUV. Lass sie mal ruhig kommen. Okay. Ah, der ist wieder. Schießen sich gegenseitig. So, einer ist tot. Der andere auch, oder nicht? Ja. Ganz so aus. Aber einer existiert noch. Das sieht so aus, als wenn die beiden sich gegenseitig gekillt haben. Ja, wir sind wieder alleine, schade. Ja, so kann es auch gehen. Ja, auf jeden Fall haben sie uns ja ein Auto gebracht, ne? Die Baracken gehören uns. Oh, ist wieder einer drin, ne? Ja, es ist so wie über den Airfield gefahren. Ja, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ich werde auch mal durch die Baracken gehen, weil ich noch MK17 Muni brauche. Ich gucke mir jetzt mal gerade die Leichen an. Hier sind sie drin. Was hatten sie? M16 hatten sie. Also hier, das können wir mal, die können wir mal hier so liegen lassen, wenn wir nachher was zu essen brauchen. Verstehst du? Hallo? Ich hab Hunger. Okay, der hatte noch nichts Großartiges. Die Baracken gehören uns. Ja, wollen wir mal gucken. Die Baracken heute auch nett zu mir sind. Ich meine, ich kann mich heute nicht beklagen. Insgesamt habe ich heute gefunden, habe ich, glaube ich, insgesamt drei Ja, Ausrüstungen. gestern und vorgestern war ja nicht so dein Tag, ne? Nein, das war nicht so mein Tag. Heute habe ich auch ein paar Leute schon gekillt. Ja. Und ich bin heute auch ein paar Mal gestorben. Aber das habe ich nicht so empfunden. Da weißt du, das war nicht ganz so Ja, krass. nicht so oft wie sonst. Das stimmt. SUV? Ja, fährt er fehlt Bums.
dreht, fährt Richtung Fire Station. Nee, gestern, wo ich gestorben bin, da war manchmal unnütz dabei. Da habe ich mich auf Sachen eingelassen, das hätte ich nicht machen sollen. Mir fällt auf, dass du ziemlich weit an den Baracken vorbeigehst. Wie meinst du das? Ja, du machst so einen richtigen großen Bogen. Du gehst richtig weit weg von der Tür und so was. Und dann jetzt zum Beispiel auch wieder. Warum machst du das? Ja, damit ich eventuell noch was sehen kann. Wenn ich so ganz enge da lang gehe, das mache ich nicht so gern. Aber da gibst du doch mehr von dir preis. Ah, aber wenn einer jetzt in der Baracke wäre, was ja hier gar nicht sein kann, weil die Baracken ja noch ganz frisch sind. Ich habe mir das irgendwie so angewöhnt halt. Ich mache immer so einen leichten Bogen, damit ich dann... Schlechte Angewohnheit. Doch, dann kann ich schneller da reingucken. C-130. Da fliegt sie. Sieht schon geil aus. Jetzt ist und SUV. Wo fährt denn der lang? Sehe nicht, da der fährt hinten Rollbahn. Okay. Wieder Richtung Fire Station. Gleich wieder weg sein. Oh, da ist eine MK-Mod. Brauchen wir aber nicht. Brauchen wir nicht. Er kommt näher. Nee, der fährt wieder Landebahn und fährt raus hinten. Ich fahre auch gleich mal ganz kurz raus. Ich will kurz gucken, ob mein Zelt noch da ist. Weil es ist ja ein Surfer-Restart gewesen. Am Sonntag. Auf den Sonntag, genau. Wobei ich denen das ja zutraue, dass sie das auch noch in 24 Stunden oder sowas machen. Ich höre wieder was. Ah, der Doppeldecker und die C-130. Doppeldecker fliegt gerade über mir. Ja, bei mir auch. Wir haben 4 Stück in unserer Range. Ich habe 2. Das ist gefährlich, ist das. Ein SUV ist gerade weggefahren. Also von Richtung Krankenhaus ist er weg. Sehen aber nicht mehr. Ich kann zur Schule einen Blick werfen. Die Karre hört sich an. Die hört sich so an, als wenn die... Wo ist er denn? Wer? Die hört sich so an, als wenn der Motor gleich ausgehen würde. Doppeldecker. Da hinten an der Fire Station und anderen Baracken, da wird kräftig geschossen. Oh ja. What the fuck, ehrlich. Wir sind dauernd dran und schon wieder höre ich die C-130. Die ist gelandet? Ja. Das ist ja der Hammer. SUV ist hinter der her, bleibt stehen. Hinter mir? Nee, der SUV und
430. Aha. Er ist da mit rein. Er wird abgeholt, der in Aussa. Ja. P130 ist wieder in Bewegung. Er hat wieder durchgestartet, ne? Nee, nee, der wird wohl drehen. Weil hier kann er ja nicht. Ist er hier durch die Mauer? Mit der C130 kannst du gar nicht zur Repair Station gehen, ne? Der dreht da hinten. Ja. Gibt gleich Gas und haut ab. Jetzt haut er ab. Er startet durch. Durch. Ja. Schade, das hätte ich mir gerne mal angeguckt, das Schauspiel. Und schon wieder weg. Guck mal, wie schnell das gegangen ist. Keine Minute, ey. Naja, gut, ich sag mal, ist jemand, der gut mit dem Ding umgehen kann, ne? Gelandet, einen abgeholt und gleich wieder weg. Ach, abgeholt hat er einen. Ja, ich sag doch, die C130 ist gelandet und hinter der ist ein SUV gefahren. Ach so rum. Und dann kam das Ding zum Stehen und so weiter. Der SUV-Fahrer ist raus, ist da hingelaufen, eingestiegen. Das Ding hat gedreht und so weiter und ist dann wieder auf und davon. Gar nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Bap, durch. Okay. Dein Zelt noch da? Ich bin noch nicht hingefahren. Ich bin noch an den Baracken dran. Entschuldige, aber... Die Leute können immer nur sehen, wenn ich durch die... Die sehen immer nur, wenn ich hier durch die Baracken renne. Ja. Aber diesmal haben wir auch ein paar schöne... Weil du kein Sitzfleisch hast und das alles dann alles so schön beobachten kannst. Ja gut, Sitzfleisch... Da kann ich den Leuten auch ein Standbild zeigen, also. Ja, was denn? Da hast du gesagt, hier Baracken looten. Die sehen nur wie immer, wie du. Ja, jetzt sehen sie wenigstens. Ah, da habe ich da zwei Magazine. Das ist doch geil. Das ist doch geil. Jetzt haben wir alles. So, jetzt setzen wir uns in den SUV und gucken mal. Da ist ein Heli. Fahren wir einfach mal zu dem Zelt hier vorne, mal gucken, ob das noch existiert. Unauffällig dran vorbeifahren. Zelt ist noch da. Also noch kein Zelt-Reset. Zweite Woche schon nicht, ne? Ja gut, das müssen wir jetzt abwarten. Heute Abend auch noch mal gucken. Ich fahr mal Airfield lang. Mal gucken. Guck mal hinten am Fire Station, wie viel du da kriegst. 6 Leute. Oh. Ja, die brauchen ja irgendwann Munition, dann kommen die hier hin. Die brauchen Helis, ne?
Ja. Dann fangen wir wieder an, SUVs zu sammeln. Mein erster für heute. Naja, eigentlich hatte ich vorhin schon zwei. Da hat der Timo sich ja kaputt gelacht, wo ich gesagt habe, ich bin Messi. Oh, Fuhrpark. Du hast das gesagt. Ja, da hast du dich halt tot gelacht, wo ich das gesagt habe. Ja. Hm. Na? Ja. Gut, den ersten haben wir, den zweiten hole ich mir jetzt auch noch hier hin, dann habe ich sie wieder beide zusammen. Das bedeutet, wir unterbrechen ganz kurz, weil ja, weil es mal wieder Zeit ist. Wir sehen uns aber gleich wieder. Bis gleich!